Und Zuschauer, die jetzt auch zum ersten Mal mit dabei sind, kann ja gut sein im Schaffhauser Fernsehen oder im Swiss Sports TV. Das war gerade das 1-0 für Stefan Billmund. Wir können das ja rechnerisch ganz klar definieren. Wenn du drei Pfeile Zeit hast und mit der Doppel raus musst, dann gibt es einige, die zwischen der 100, 170 und der 100, ich glaube 159. Ich glaube auch, ist glaube ich die tiefste. Genau. Das ist das Tief, dass das nicht checkbar ist. Genau. In der Schweiz hier, das ist keine Selbstverständlichkeit, Laurin. Ich denke auch, dass. Oh, der ist sogar drin. Ich dachte kurz, der ist gar nicht drin, weil. Er hat sauber umgestellt, die zwei für die Doppel-8 und packt dies. Ich freue mich von Herzen, ist auch ein toller. Der Sven konnte gestern Abend noch kurz mit ihm über die Pfeile mit dem Bernie reden. Jawohl. Er hat einen sehr speziellen Grip extra für ihn gemacht, weil er sehr trockene Finger hat, hat er gesagt. Okay. Und Evo hat die wirklich explizit, die machen die Handmade und das ist sehr spannend zu verfolgen und zu wissen im Hintergrund. Ja, ja, das ist sehr, sehr, wer hast du gesagt, hat die Pfeile? Volle Pink heute mal unterschiedliche Farben, auch da wechselt er das also wenig ab. Bei Billy bin ich mir gar nicht sicher, ob er da vielleicht auch mal andere Schäfte dran hat. Auf jeden Fall kann er auch stark werfen damit. Eine ja, wir sehen die nächste 180. Yes, come on. Fokussiert und dann kommt aber der Pfeil auch wieder sehr schön. Das macht er schon gut, weiß da genau, wann es vielleicht diese Zeit auch nochmal braucht. Achtung, ich würde keine 180 werfen. Nein, aber Belli ist, er hat, du siehst den in seinem Blick, in seinen Augen, wie er auf das Dark Connect schaut, wo er steht. Ja. Und der hat das natürlich im Gefühl und auch rechne ich ganz klar. Ein Schritt zu wenig. Das ist auch bei uns, bei den Spielern manchmal, die Wagnis, soll ich ihn direkt anspielen? Klackt er rein dann oder schrammt er vorbei, wie jetzt bei Belli? Das ist immer so eine Gefühlssache, die du im Moment hast und die Momentum brauchst, ja. Sven. Single Bull, Triple 20 für das Bull. Bullseye. Come on! Oh. Das wäre ein wunderbares Finish gewesen. Sehr schön wäre das gewesen. Hat auch vorhin schon ein High Finish gespielt, der Sven. Ich dachte schon, er hätte es gecheckt. Ich wollte da schon wieder auf die Triple 20 gehen, aber jetzt wird es gecheckt. Man sieht es zwar nicht so gut, aber der war drin. Ja, der war drin in der Doppel 3, ganz im Süden unten, hat er das souverän gecheckt und führt nun mit 2:1 und beginnt das nächste Leg wieder. Dass du auf die Doppel 10 immer die Wege, die Doppel 5 nachher so runterspielen, damit du im Flow bist und das Gefühl kriegst, wo ist die Höhe, die du brauchst, um das zu checken. Er ist schon sehr stark. Sehr schön stark, von Sven stark. Geiger. Ja, schon sehr wichtig, dass du da wirklich perfekt alles drei. Kannst. Immerhin, ja, ja. So, jetzt 70 Punkte, die sollen es doch jetzt sein. Ja, die Doppel-8 muss sein. Ganz knapp outside. Ja, souverän mit dem Dritten, das Gefühl hat er. Das ja, könnte ein enges Ding heute werden, Laurin. Wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Das könnte ganz knapp werden heute wieder. Gleich der Belli mit der nächsten 140, die er wirft. Jetzt muss ein guter Übergang kommen von Sven Geiger im Finish-Bereich. Braucht ein Triple. Mindestens, ja. Ja, fängt hier auf der 19 an, erwischt die. Perfekt, kann er hier. Wow, klasse gemacht, wieder. Schon wieder eine perfekte Aufnahme, auf keinem Finish steht. Man kann hier nur mit der 60 agieren, das ist dann klar, 120 für Belli, kein Ding, aber Sven hat hier drei Pfeile, das müsste eigentlich für ihn kein Ding sein hier. Genau, wie gesagt. Aber völlig mittig, also besser kannst du den nicht anspielen, das ist genial, Wahnsinn. Also wir haben wieder völlig offenes Match. Da siehst du schon, wie ernst er diese Partie nimmt. Also Halbfinale hätte er hier noch die 180 geworfen. Aber es bringt ihm alles nichts, wenn Belamont hier checkt. Ja, das macht er sauber, sehr, sehr sauber. Ja, sie schenken sich gar nichts hier, Laurin. Man sieht es wirklich. Ja, Belli, die 156 Punkte sehe ich aktuell nicht so, aber ihm muss man das immer das zutrauen. Weiß man nie bei Stefan Belmont. Ja, es kann sein jetzt. Achtung. Oh!
stark, die 156. Das ist ich ja der Wahnsinn. Gar nichts die ganze Zuschauer, wir hören es im Hintergrund applaudieren. Auch wir sind von der Rolle, Lauri, das ist cool. Ja, yes, das macht Spaß. Das ist Darts pur live. Hey. Das ist sowas von cool, miterleben zu dürfen. Toll gespielt, ja. Ja, sehr sackstark, Wahnsinn. Müssten ihn eigentlich nicht aus der Ruhe bringen. Das ist ja nicht sein Fehler. Aber Billy einfach aktuell natürlich sehr stark. Hier auch checkt das hier auch, ja. 5-3. Zieht. War das wirklich der Knackpunkt, die 156? Hat hier das Sveni irgendwie einen kleinen Knacks gekriegt? Das Bild da, ja, genau, 65. 88 Rest. Ja, da hat er perfekt für die Doppel 14. Checkt die Sau aus, das ist ja Wahnsinn. Komm, jetzt hat er bereits wieder... hat er... Ja. Die Billy... die 66 auslassen, hätte ja zumindest noch die Chance auf das High Finish. Er trifft hier sauber für die 36 Rest und macht dies natürlich souverän mit zwei Darts. Du, die 66, da lässt das wenn, ja. Klasse Checkout. Vor allem mit nur der 57 und wenn jetzt mit einer hohen Aufnahme der Belly davonzieht, das wird schon mit dem ersten klar und der zweite zieht nach, haben wir die nächste 180. Das ist der perfekte Start von Stefan Belmont in das letzte, vielleicht das entscheidende Leg für den Sieg, erneuten Sieg, wie wir schon gestern, wäre genau das gleiche Resultat. Wir sehen hier die ersten Matchstarts. Auf der Doppel 20. Und mit dem zweiten Check da souverän aus. Sehr spannend bis am Schluss doch noch. Und sie herzen sich wieder. Von ganzem Herzen wünschen wir beiden natürlich weiterhin das Beste. War ein tolles Spiel wieder. Das ist genau gleiche Resultat, lieber Lau. Wir haben uns diesmal geirrt. Aber es hätte ganz knapp werden können. Ich glaube, es war der Knackpunkt da, die 156, wirklich ein wenig, oder? Auf jeden Fall das High Finish von Billy. Das hat die Partie gedreht, auch wenn Geiger nochmal rangekommen ist. Ich habe das Gefühl, ja, das Leg danach, das war gar nichts daraufhin von Geiger, aber nachher hat er sich nochmal rankämpfen können. Aber trotzdem wieder eine tolle Partie von beiden. Natürlich Belmont noch einmal eine Stufe besser. Wir sehen zum Schluss 92 Punkte im Average, 7-4 gewonnen. Ich glaube, er hätte sich das Wochenende nicht besser ausmalen können. Zwei Turniere, zwei Siege.